Die Erweiterung unseres Wissenshorizonts geschieht in diesem Jahrhundert in geradezu überwältigender Geschwindigkeit. Eine Grenze aber wurde, wissenschaftlich allgemein anerkannt, noch nie überschritten. Die Grenze vom Tod zum Leben zurück. Zwar gibt es die von dem amerikanischen Forscher Moody und anderen gesammelten Berichte von sogenannten Reanimierten, also Wiederbelebten, aber es ist zumindest zweifelhaft, ob diese im naturwissenschaftlichen Sinn auch wirklich klinisch tot waren, das heißt, ob über eine genügend lange Zeit bestimmte Reaktionen nicht mehr messbar waren. Moody nennt die von ihm aufgeführten Fälle beinahe Tote. Weiter sind wir noch nicht vorgedrungen und es ist zu bezweifeln, ob wir jemals einen Bericht aus dem Reich der Toten erhalten werden. Das Hauptverdienst von Elisabeth Kübler-Ross liegt im Bereich der Lebenden. Ihre Arbeit gewinnt ihre besondere Bedeutung durch die Erkenntnis des Elends der Sterbenden. Sie hat deren einsame Not auf dem Weg zum Tod erkannt. Seit sie als Kind zum ersten Mal einen alten Bauern friedlich im Kreis seiner Familie und Bekannten sterben sah, hat sie das Thema vom humanen Sterben nicht mehr losgelassen. Mit der ihr eigenen Beharrlichkeit hat sie es zu ihrem Lebenswerk gemacht, das schon vielen Sterbenden geholfen hat. Der andere Teil, ihre Botschaft vom Leben nach dem Tod, bleibt für viele mehr Hoffnung als Gewissheit. Die Enttarnung des Tabus Sterben aber ist ihre wahre Leistung. Frau Dr. Kübler-Ross, sind die bisherigen Stationen Ihres Lebens, also der Weg vom Zürichsee über New York nach Kalifornien und heute beispielsweise jetzt auf den Pilatus über dem Vierwaldstätter See, sind diese Stationen zufällige Ereignisse oder sind sie vorbestimmt? Gibt es in Ihrem Leben so etwas wie einen Lebensplan? Ich glaube nicht, dass es Zufälle gibt. Ich glaube, wenn man auf dem richtigen Geleise ist, bekommt man so viel Hilfe, dass man genau das macht, was man machen muss. Sie sagen, dass man genau das macht, was man machen muss. Also gibt es so etwas wie einen Lebensplan, eine Lebensbestimmung? Die man sich selber stellt, nicht die einem gegeben wird. Man ist Meister seines eigenen Schicksals. Aber wenn man immer macht, woran man wirklich glaubt, dann verfehlt man seine eigene Bahn nicht. Wie findet man denn seine zugewiesene und seine eigene, zu einem passende Lebensaufgabe? Ich glaube, wenn die Menschen nicht immer auf andere Leute hören würden und machen, um den anderen Leuten Gefallen zu machen und dabei selber ganz bitter werden. Wenn man macht, woran man glaubt, dann wird man eben auf der eigenen Bahn bleiben. Sie sagen, man muss seine Aufgabe selber suchen. Heißt das, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, sein Leben zu leben? Es gibt eine Million oder eine Billion von Möglichkeiten. Aber man muss eben das machen, was man am meisten gern hat und liebt. Und dann ist man eben auch viel glücklicher dabei und hat auch viel mehr Erfolg. Wenn mein Vater mir sagt, ich muss Buchhalterin werden und ich möchte Tänzerin werden, sollte ich eben Tänzerin werden, weil ich dann glücklich bin und andere Menschen glücklich machen kann. Kann man denn sein Leben, seine Aufgabe, die zu einem passt, die einem von Begabung her oder von seinen Möglichkeiten her zugewiesen ist, kann man diese, seine Lebensaufgabe, verfehlen? Kann man an seinem Leben vorbeileben? Ich glaube, sehr, sehr viele Menschen leben ihr Leben nie. Die verpassen alles, was sie machen könnten, aus Angst. Aus Angst, dass mein Vater mich nicht gern hat, dass meine Familie sich abwendet von mir. Aus 100 Gründen, aber nicht aus den richtigen Gründen. Wenn ich mich meiner Lebensaufgabe versage, kann das Folgen für mich haben, beispielsweise Krankheit? Das hat immer negative Folgen. Wenn Sie nicht in Harmonie mit Ihrem eigenen Leben leben, werden Sie nie glücklich sein, werden Sie bitter sein, haben Sie viel Angst und das führt immer zu nicht gesund sein. Nochmal zurück zu der Frage, ob man seinen persönlichen Lebensweg entdecken kann, seinen persönlichen Lebenssinn. Ist das einfacher, seinen Lebenssinn und seinen Lebensweg, sein Lebensziel, seine Lebensaufgabe zu entdecken, wenn man vom Tod her denkt? Wenn man Bilanz zieht, schon vor dem Ende, kann man da seine Aufgabe leichter finden? Ja, wenn man merkt, dass man nicht 100 Jahre hat. Wenn man denkt, dass das Leben relativ kurz ist, fängt man eben früh an zu suchen, was man machen will. Und hat auch den Mut, das zu machen.
Wenn Sie denken, ja, Sie sind in Florida 3 Monate lang, dann die ersten paar Wochen machen Sie überhaupt nichts. Wenn Sie aber nur 2 Tage dort sind, dann gehen Sie eben das anschauen, was Sie anschauen möchten. Das heißt, der Gedanke an den Tod kann das Leben konzentrierter machen. Ja, und man vergeudet dann auch nicht so viel Zeit für unwichtige Dinge. Man verspielt sein Leben nicht. Ja, das ist das richtige Wort.